Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Ulvor, dem Projekt mit den NPCs und den Quests und dem schönen Bauen. Ja, ich hatte ja gesagt, mache ja jetzt ein bisschen etwas für die Fäden, genau. Und wir haben ja damals, also in der letzten Folge noch, dieses Spanish Moss, also spanisches Moos gefunden und die gelben Fäden. Das habe ich leider ein bisschen zu spät gesehen. Ich habe versucht, auf Spinnenjagd zu gehen, aber ja, es ist echt ziemlich wild gewesen. Wir haben ja noch keine Rüstung gehabt und ich bin dann in eine Falle geraten unter einem Fichtenbaum und bin dann gestorben, weil zu viele Zombies gekommen sind und ein Skelett von der Seite noch geschossen hat. Aber ja, dafür habe ich dann einfach nochmals die Leiche geholt. Und ja, zum guten Glück die Level nicht verloren durch diesen Mod. Ist ein bisschen, ja, übertrieben. Ich hätte jetzt eher gedacht, ja, man verliert die Level, aber hat einfach die Items in einem Grabstein, damit die nicht so gestreut werden oder sogar wegbacken oder so. Und deshalb, aber gut. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, Grabstein-Mods. Aber ja. Wir haben da ein paar Sachen rausbekommen und das ist nämlich zum Beispiel ein Buch mit Don, zwei Rückstoß, zwei Sättel und einem Namensschild. Das sind die nennenswerten Fischdrops aus der mit der Angel komplett abgeerntet. Sagt man das? Einfach benutzt. Also, wir haben ja, ein Problem, dass irgendwie die Ore Generation nicht so richtig funktioniert. Irgendwas wurde vergessen, die Diamanten. Aber wie, wodurch, weiß ich leider nicht. Und deshalb müssen wir da ein bisschen improvisieren. Ich habe mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Eine würde viel zu lange gehen, da würdet ihr wahrscheinlich bis dann wahrscheinlich ausschalten. Das wäre nämlich Mistcraft und ja, weil da muss man recht viel craften, bis man, also recht viel herstellen, so Tische und alles mögliche, Lacterns und ja, das machen wir dann, sobald wir ein bisschen weiter sind mit Minecraft, also Diamanten haben, verzaubert haben, ja, also zumindest auf Verzauberung warten. Können, also warten tun. Und jetzt habe ich einfach mal Twilight Forest gedacht, ja, brauchen zwar einen Diamanten, den habe ich kurz hergecheatet, den müssen wir sozusagen jetzt einfach kurz hercheaten, aber weil wir den sowieso gleich gebraucht haben, habe ich jetzt mal einfach mal den Diamanten sozusagen schon mal reingetan und wir sind jetzt im Twilight Forest und haben keinen Diamanten, den haben wir jetzt benutzt, also der ist weg. Und ich habe ja hier eine Aufnahme gemacht, also die Aufnahme habe ich hier begonnen und gemerkt, es tut ein bisschen laggen. Wollen wir gleich mal schauen. Das ist einfach die Aufnahme ist bis hier unten gewesen. Nur nicht erkundet. Mal kurz auf der Minimap schauen. Aber ja, die Blöcke haben sich immer wieder. Ding, da oben ist ein Labyrinth oder wie das? So eine Parkanlage mit einer Hydra wahrscheinlich. Oder einfach eine Schlange. Ich glaube, es ist. Nein, die Hydra ist im Sumpf. Es ist eine Schlange. Weiß nicht, wie die heißt. Okay. Aber ja, die können wir jetzt noch nicht so gut besiegen. Die macht echt viel Schaden, wenn sie zu nah an uns ist. So, aber jetzt geht alles gut. Ja, okay, jetzt setze ich wieder kurz ein bisschen der Block zusammen. Das hat irgendwas mit den Scripts zu tun, weil ja, ein bisschen langsam ist, je nachdem, wie viel generiert wird und alles Mögliche. Wollen wir mal schauen, ob es Diamanten überhaupt gibt. Weil, ja, ich kenne es jetzt einfach so, dass es, im Twilight Forest ein bisschen besser ist, sogar Diamanten zu finden. Ob das immer noch so ist, ich denke schon.
Genau, einfach die Wurzeln sind ein bisschen im Weg, die geben Sticks. Und da gibt es noch etwas anderes drin. Lebenswurzeln, okay. Ja, der Twilight Forest, ein bisschen ein dunklerer Mod, bietet recht viele neue Sachen, ist eigentlich aber auch schon ziemlich bekannt durch Projekte und Modpacks einfach. So, bekommen wir etwas? Ich sehe kein Erz. Ich habe jetzt einfach mal auf 8, weil unten dran ist eigentlich schon Bedrock, also 2 oder 3 unten dran. Werden wir ein Projekt haben ohne Diamanten? Kann doch nicht sein. Die Mods müssen nur das machen, was sie eigentlich, ja, ankündigen, also in sich haben. Und nicht irgendwelche Sachen, die, gut, Diamanten, die ersten Diamanten. Oh, wie cool die aussehen. Das wie ein Seemannskleid oder so etwas. Eine Unterhose. Cool. Also 6 Diamanten sogar. Oh. Tut mir schon fast ein bisschen leid, dass wir jetzt hier farmen müssen. Aber es erleichtert natürlich schon ein bisschen zu viel. Also. Ist ja auch gut. Wir haben ja noch ein paar Probleme. Es ist ein bisschen komisch, weil es sind Optik-Mods drin eigentlich. Also Baumods. Kann doch nicht sein, dass so Sachen wie Diamanten einfach plötzlich fehlen in der normalen Welt. Die Diamanterze nicht gespawnt werden. Es kann schon sein, der Mod, der die schwarzen Steine um den Lavasee oder vielleicht auch den Coquelicot-Mod ist, der einfach irgendwie vergessen hat, die Diamanten wieder richtig generieren zu lassen oder so, kann schon sein. Also ich weiß von keinem Mod, der einfach Diamanten wegmacht. Ja gut. Also wir müssen jetzt auch nicht lang meinen. Ich denke, wir können wieder hoch. Nehmen wir noch die Kohle kurz mit. Also, wir sehen ja dann, ob es in den Mistcraft-Welten auch Diamanten gibt. Wir wissen eigentlich, weil das wird ja von Mistcraft dann erstellt. Und farmen einfach da. Ich wollte ja sowieso in der normalen Welt nicht so viel farmen. So, wir gehen wieder zurück. Gut. Die Blume habe ich übrigens auch erstellt, aber so, dass es wirklich erkennbar ist, dass wir das nicht wieder wegnehmen und verwenden oder so Sachen. Weil eben, man kann es ja nicht anders. Also, ich möchte ja auch zu einer Aufnahme kommen und nicht noch Blumen suchen und so weiter. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe sehr, sehr wenig Zeit neben den Aufnahmen. Und deshalb, ja, ist es besser so. Wenn wir das einfach kurz holen, aber eben nicht verwenden sozusagen, sondern sofort wieder platzieren, dass es keine Auswirkungen hat. Weil wir müssen da irgendwie eben improvisieren. Geht nicht anders. So, wir haben Diamanten. Jetzt haben wir einfach auch noch das Zuckerrohr. Sieht übrigens völlig unscheinbar aus. Ich hätte die nie erkannt, wenn ich nicht den Zeiger drauf getan habe und oben Zuckerrohr stand. Ich hätte das nicht als Zucker ja, erkannt. So, also, wir nehmen mal die Steine hier raus und legen sie oben hin. Dafür die Diamanten und die Kohle rein. So, das Bett können wir auch mal. Also. Wir müssen ja jetzt an einen Zaubertisch kommen. Wir können ja jetzt mal eine Weide machen. Ich denke, wir müssen die Weide wirklich hier machen. Ja, dann müssen wir mal Äxte bauen. Ich denke, das geht relativ schnell. Wir haben genug Holz schon.
Wir können das ganze Eichenholz eigentlich verwenden. Das brauchen wir nicht zum Bauen. So, machen wir noch ein Stick voll Eichenholzdeck und Sticks und haben schon mal recht viele. Also die nehmen wir mit, die weg und die Sticks. Oder die Sticks nehmen wir mit. Ah, da haben wir schon ein Stack. Okay, gut. Also, dann machen wir mal einfach mal eine Weide. Ah ja, wir können ja noch die Teppiche machen. Stimmt, wir haben einfach nur eine weiße Wolle, aber ich habe irgendwo Wolle noch geholt. Kann ich kurz zeigen, ich war hier unten noch ein bisschen, wir sind hier hoch. Und hier bin ich auch gestorben. Ich glaube, der Baum war es, oder? Ich sehe jetzt gerade den Baum nicht hier unten. Ja, es ist, glaube ich, der Baum gewesen hier. Einfach so stecken geblieben. Also nicht mehr rausgekommen, weil auf der Seite ein Skelett war und sonst waren überall Zombies, die ich angelockt habe. Durch eine Tötung von einem Zombie. Ja, es ist ein bisschen schwer gemacht, dass so viele Zombies dann kommen, wenn man einfach einen angreift bzw. killt. Naja, ist schon wieder Nacht. Ich dachte, wir hätten erst geschlafen. Gut, also. Gehen wir nachher noch zu den Schafen. Also wir müssen recht viel machen, damit wir die Weide haben, weil sonst können wir die nicht immer wieder gut betreten. Und die Tiere hauen sonst sogar noch ab durch das Weidentor. Deshalb lieber. Oh, okay, es droppt. Da ist nämlich ein Pilz gewesen. Okay, hier geht der die Fällermod nicht. Okay, hier muss ich nicht fällen. Ja, hier ist der See im Weg. Der Baum haben wir schon mal. So, machen wir es hier erstmal klein. Ich will ja auch vorwärts kommen. Ich will ja euch auch etwas Fortschritt bieten. Sonst hocken wir hier ständig und lange dran. Wir bräuchten eigentlich nur ja, Hühner und Kühe für die Bücher. Ja. Dafür bräuchten wir eigentlich jetzt gar nicht so schnell. Aber wir schauen mal, was in der Nähe ist. Also Hühner sind in der Nähe, also ein Huhn ist in der Nähe. Okay. So. Dass ich so fehlerfrei den kann, platzieren kann, aber jetzt haben mich kurz zwei Fehler eingeschlichen beim Runterfallen. Denke, die können hier nicht durch. So, schön mit einem Baum noch dazwischen in der Ecke. Gut. Dann machen wir hier mal auf. Der See ist halt ein bisschen im Weg. Pfütze eher. Teich könnte man es nennen. Ein Huhn. Ja gut, also könnte sein, dass das auch mit dem geht. Einfach nicht. Ja, dann müssen wir kurz zurück. Ja, Schafe und Kühe sind ja mit Weizen. Deshalb nehmen wir jetzt nur Weizen mit. Oder, ja, also ja, Weizenkorn, Körner nehmen wir natürlich auch mit. So. Ja.
Das Modpack ist ja richtig motivierend, also die Mods sind richtig motivierend, aber wenn es so Fehler gibt, da habe ich manchmal also das Gefühl, ja, sie wollen nicht gespielt werden. Oder es gibt dann einfach immer wieder Probleme beim Spielen. Also hier sind es schon direkt Hühner. Ich brauche Federn für Mistcraft, glaube ich. Deshalb nehmen wir die mal mit. Und suchen dann einfach noch Kühe. Okay, drei. Muss ich nur die Weide wiederfinden. So. Kommt ihr hier durchs Wasser? Ja, eben sehr langsam, wie man es kennt. Raus hier! Baden! Nicht baden! Jetzt bitte alle hier ganz in die Ecke. So. Machen wir die hier. So, das haben wir. Die sind eingesperrt. Und jetzt müssen wir noch Kühe finden. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ah, da haben wir auch nochmal diese spanischen Moose. Hallo, Kühe. So viele Hühner. Okay. Auf den ersten Blick habe ich gar keine gesehen. Auf den zweiten Blick haben wir das eine Huhn gesehen. Und jetzt haben wir so viele. Oi. Oh. Blaues Weizengras. Was ist die hier unten? Außer einem kleinen Weiher. Was hatten wir denn in der Umgebung um die Mine? Nichts. Keine Tier. Ich glaube, wir sind einfach die falsche Richtung. Naja. Die Schafe können wir dann einfach immer wieder holen. Die sind relativ nah. Die sind ungefähr hier gewesen und dann hier. Hier gibt es übrigens viele Pferde. Und hier im Wald waren ganz viele Monster. Da wollte ich nicht nochmal sterben, also ich hatte schon recht Angst. Das geht so schnell. Das sind Misteln. Ich tue die mal mit der Schere abhauen. Ja, es ist wirklich wieder so, dass die einfach so zerschnitten werden und nur diese kleinen Teile rausbekommen. Naja. Aber die vermehren sich ja nicht, also deshalb ist es Schnuppe, ob man die ohne Schere oder mit Schere abbaut. Ich habe jetzt einfach mal diese Stem, weil die stacken, genommen. Mich dafür entschieden. Das sind Blackberries. Die lassen wir mal hier. So viel wie möglich einfach so von der normalen Welt lassen, weil das alles wahrscheinlich in der Mistcraft Welten ja, generiert wird. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. So langsam wird diese Folge ein bisschen zu lange sonst. Die kann man so abbauen. Okay, Entengras. Bleib hier. Gibt's viel, hä? Gerade hier in dieser Umgebung. Da hast du wieder Zuckerrohr. Sehr gut. Wären sehr viel Zuckerrohr. Also ich werde, ja, Zuckerrohr jetzt zwischen dieser Folge und der nächsten Folge mal ein bisschen generieren lassen. Schön immer, ja, nebenbei neben dem Hochladen. Von der Folgenfolge jetzt zuerst noch. Die habe ich gestern aufgenommen und hatte ja dann Nachmittag dann einen Termin beim Arzt. Weil ich ja Diabetes habe. Dieses dumme Zeugs. Gut, gut. So, 9 Stück haben wir jetzt.
Okay. Sieht cool aus. Könnten wir sicher ein bisschen terraformen noch. Dass es ein bisschen wilder aussieht noch. Aber es sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Also, leider nur Hühner hier in der Umgebung. Ich muss da irgendwie die Kühe lange bringen. Ah, da ist eine Kuh. Eine Kuh haben wir. Na, zwei Kühe. Sehr gut, dann bringe ich sie nach Hause und vermehre sie bis zur nächsten Folge mit den Hühnern auch. Und werde mal schauen, dass ich noch ein größeres Weizenfeld machen kann. Weil wir brauchen sehr viel Weizen für Essen, für die Kühe und so weiter. Also gehen wir hier vorne durch. So, also übers Wasser möchte ich euch nicht zeigen, das geht eben lange, weil die so langsam schwimmen. Dann Dankeschön fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Euer Dragobasler. Tschüss.